Wir haben einen Gast, den möchte ich Ihnen vorstellen, Andreas Heilemann. Ah ja, gut. Andreas Heilemann hat einen Motor gebaut, und zwar diesen hier, den Sie hier sehen, 18 Zylinder Doppelstern Modellmotor. Und ja, Herr Heilemann, kommen Sie gerade mal schnell zu mir. Wir wollen uns da mal ein bisschen drüber unterhalten. Das Ding ist ja ein Novum, also sowas wie diesen Motor, den gibt es nur einmal auf der Welt. Woher haben Sie denn die Liebe zu den Sternmotoren? Ja, das hat in den 90er Jahren angefangen. Da habe ich einen großen Doppeldecker bauen wollen, Marschall 1:3. Und es gab zu der Zeit eigentlich keine großflügeligen Sternmotoren, zumindest keine 19er. Und da habe ich gedacht, naja, so schwierig wird es nicht sein, und habe da einfach mal angefangen zu bauen. War zu dem Zeitpunkt auch schon Werkzeugmacher nach der Lehre. Ja, und dann so nach 10 Jahren war der erste Motor fertig. Okay. Es war also ein ganz leichter Weg, wie Sie gerade deutlich machen. Ja. Worin liegt denn so die Krux bei den Sternmotoren? Was macht das denn so kompliziert, erstmal generell so? Erstens die vielen Teile. Also der Motor besteht jetzt aus knapp 2500 Teilen. Und der Knackpunkt ist immer so, dass die unteren Zylinder gern absaufen. Die laufen einfach zu fett, wie im Original genauso. Und da die Balance zu finden zwischen Leistung und Standfestigkeit und Flugfähigkeit, das war eigentlich das ganze Ziel, das hinzukriegen. Und wie kamen Sie jetzt drauf, einen 18-Zylinder-Sternmotor zu bauen? 9 reichen doch eigentlich auch, oder? Ja, den 9er, den haben wir jetzt schon, und das war einfach so eine Laune raus, weil die Firma Seidelprop hat eigentlich einen Motor gesucht für den Prüfstand, um ihre großen Getriebe zu testen, und da hat er mich darauf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, einfach mal was Größeres zu bauen. Und da lag es eigentlich nahe, dass wir mal 2 9er koppeln als 18-Zylinder, war aber gar nicht so einfach. Was war das größte Problem? Das Mittelstück hinzukriegen, also die Kopplung zwischen Getriebe und dem vorderen Getriebe, das war eigentlich so die Herausforderung, also von der ganzen Nockensteuerung her, die ganze Ansteuerung, dass es kompakt gebaut wird, dann mussten neue Köpfe gemacht werden wegen der Kühlung, weil das ist ja irgendwann unter der Haube, es soll ja auch mal in ein Flugzeug reinkommen, und dass man auch die Kühlung hinkriegen und natürlich die Ansaugung, dass das funktioniert. Der Motor, so wie er da steht, was hat er für einen Wert? Also der Motor, so wie er jetzt da steht, hat mich gekostet an Entwicklung 60.000 Euro. Würden Sie den auch verkaufen? Weiß ich noch nicht so genau. Eigentlich nicht. Aber Sie wollen ernsthaft in ein Flugmodell einbauen? Der soll in den nächsten 2 Jahren in den Modell rein, in den Warbird ist geplant, aber mehr wissen wir eigentlich noch nicht, wie groß und Maßstab, das wird sich alles noch zeigen. Ja, aber so ein bisschen eine Vorstellung kriegt man ja, wenn man den Propeller sieht, das wird kein kleines Modell sein. Nee, das wird also auf jeden Fall Maßstab 1:2 oder 1:2,5. Das ist jetzt ein Originalpropeller von der Bearcat. Das wäre auch so der Maßstab 1:3. Und um den Dreh wird es sich handeln. Also so groß wird es werden. Ist mit diesem Motor jetzt so der Zenit erreicht, oder haben Sie jetzt noch weitere Pläne? 24 Zylinder, 26? Also mehr wie den möchte man eigentlich jetzt nicht machen wie 18 Zylinder, aber es wäre mal geplant, noch einen 9 Zylinder mit 1000 Kubik zu machen und dann auch ein schönes Modell. Ja, aber da können Sie dann auch bald reinsitzen, oder? Ja, also ich denke, der wird man auch, der hat jetzt auch schon 40 PS, also es wird auch schon so lange zu viel Mann tragen Fliegerei. Das finde ich mal nicht schlecht. Sie haben unten auch einen Stand, wenn Sie sich also weiter da näher dafür interessieren, dann können Sie natürlich Herrn Heilemann gerne ansprechen, jetzt natürlich sofort auch, selbstverständlich. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ja, klasse. Gute Sache. Das ist ja auch so eine von den Besonderheiten der Faszination Modelltech, dass es uns eben gelingt, solche Raritäten auch hierher zu holen. Und das ist wirklich schön, dass Sie gekommen sind, dass Sie den Motor dabei haben. Es ist nicht der einzige Motor, den Sie dabei haben, aber die anderen, die sind alle ein Ticken kleiner, nehme ich an. Ja, die anderen sind ein Ticken kleiner. Also wir haben einen in der Steelman noch einen 9-Zylinder mit 350 Kubik und einen in der Krug auch mit 350 Kubik. Ich habe vorhin schon gesehen, ich war gerade ganz kurz unten, eine Traube bei Ihnen immer drumherum. Was ist denn so die meistgestellte Frage? Ja, es sind viele Neulinge, die sich einfach mal für den Sternmotor interessieren und einfach noch die Scheu haben, wie geht man mit dem Motor um, und einfach die Angst zu nehmen vom Sternmotor, weil es ist für jeden Mann machbar, und einfach die Leute mal darauf hinweisen, wie es für ihn funktioniert. Es ist für jeden Mann machbar. Irgendwann machbar, einen zu kaufen und zu fliegen. Ich wollte gerade sagen. Was ist jetzt auch beim Betrieb denn die größte Schwierigkeit, wenn Sie das Ding dann wirklich in dem Modell drin haben? Was fürchten Sie sich da am meisten? Also das größte Problem wird sein, die Kühlung der hinteren Zylinder. Also wenn das ein Warbird wird, dann gibt es auch eine Haube drumherum, und da hat es nicht viel Platz hinten drin. Und dass wir da die Kühlung in den Griff kriegen, dass einfach die Zylinder hinten nicht absterben oder irgendwie Verschleiß auftritt.
Ich habe gehört, der ist sehr sparsam. Ja, so ungefähr 3 Liter in der Viertelstunde verbraucht er. Ja.